Jo, willkommen zurück zur Season mit den Rest, wie Hallo. immer. So. Im Und was kläglichen. eine unglaublich motivierende Ansprache. Ja, Ja, meine ja. Achse ist gerade kaputt gegangen, wo Season. ich angefangen habe. Soll das noch sehr Was deine motivierend? Hand? Meine Axt. Ach, deine Axt. Meine Axt. Ja, warum planscht hier das Wasser die Und ganze Zeit? meine Axt. Keine Ahnung, weil ich es kann. Bin gerade am Fischen und da planscht die ganze Zeit im Wasser was irgendwas rum. Aber wieder mal beißt niemand an meine Angel an. Natürlich, Oh. wer will schon bei dir an den Angeln Ja. anbeißen? Alter, das ist auch wieder zum Kotzen hier. Bei den, jetzt habe ich schon die 1.75, wo da steht, ja, Render Distance fixed. Ja, gut gemacht, sehe ich. Ja, richtig, ist richtig Komisch, dass super. dieses Problem mal wieder nur du hast. Ja, gell. Ja. Nein, bestimmt 100 Menschen auch. Andere. Von 20 Millionen? Da ist bestimmt alles im Ja, Wasser reicht. Minecraft spielen. Och, da gibt's viele. Musst du mal googeln. Müssen wir mal in der Schule machen. Das heißt, mussten, aber haben wir halt gemacht. Haben wir so festgestellt, ja, welche Daten man so im Netz finden kann. Und haben uns alle mal selbst gegoogelt. Mich findet man nicht. Und selbst in Facebook, wenn man da meinen Namen googelt, findet man, sucht, findet man mich nicht. Jupp, Alles schon mal ausprobiert. ebenso. Nur wenn Und man mich kennt. nach meinem Namen kannst du ja lange in Facebook suchen, weil ich nicht mal unter meinem richtigen Namen drin bin. Ebenfalls. Ah, eben. Ja. Und Aber dann eine noch Schuhe zusätzlich sein. eingestellt, dass über Google-Suche trotzdem bei dem, was man bei Facebook, wie man nennt, gefunden wird und alles. Bei Ja, das Google-Suche? kannst du einstellen, dass Ja, du das kannst du endlich in bei Facebook Google einstellen, gesucht ob bei werden den. kannst. Ja. Ja, habe ich wahrscheinlich gemacht. Geh mal davon aus, dass ich es gemacht habe. Ach ja, ich habe keine Schaufeln. Marc, hast du mal zwei Diamanten für mich? Ich brauche Schaufeln. Nee, sicherlich nicht. Oh, warum denn Och, nicht? Ich brauche Mann. gerade Schaufeln, Mann. Kannst du nicht machen? Was soll ich denn Ja, auch helf Eisen doch und mal dem Spacken? armen Sepp. Sepp, Ja, helfen? dem Niemals. Armen vor allem. Wieso nicht? Das habe ich dir getan. Oh. Guter Witz. Ich hab dir nie was Böses getan. Nein. Würde dir schließlich nicht So, mal im Traum zwei einfallen. Schaufeln. Und ich brauche wahrscheinlich. Brauche ich einen Sand, ne? Wir wollten ja einen Strand bauen, ne? Da brauchen wir mal einen Sand für. Du wirst eine ganze Also. Menge Sand brauchen für das, was du vorhast, ja. Ja. Ah, würde ein bisschen Sand brauchen. So eine Ja. Scheiße! Muss man halt mal eine Keine Wüste. Lust mehr! So viel Sand, Soll was das ich erst hier Sand bauen, brauche! gesetzt wurde. Na gut, das lässt sich ja wenigstens umsetzen im Gegensatz zu einer gewissen Höhle. Ja. Ja. Die Höhle auch, wenn man nur ein bisschen motivierter gewesen Halt doch wäre. die Fresse. Wenn man Mach's Baukunst doch hätte. selbst, wenn es dir nicht passt. Ah, die Höhle Das sieht ist sonst ja nicht das daneben aber auch Problem. geil Baukunst aus. habe ich aber. Ich habe keinen Bock, das mal auszuhöhlen, weil das einfach viel zu viel ist. Ja, Das ist ja das werden's. Problem. Das würde ich ja weitermachen. Hör ich da ein leises Mutti? Mach doch, geh du doch hin und buddel mal ein bisschen. Ich habe ja auch Weißt nicht du, was vor für eine gehabt, Qual eine das ist? Höhle zu machen. Ja, warum beschwerst du dich denn bei mir? Aber echt, Felix. Freundchen, denk mal Glaube drüber nach, wirklich, was du hier bei tust. dir hat sich niemand beschwert, außer vielleicht Sofa. Ja, du beschwerst dich aber über alles, also von daher. Ey, deren scheiß Waschmaschine, ich habe jetzt noch blaue Flecken an den Handgelenken. Aber du sagst ja wenigstens, die Wohnung ist dafür Die Wohnung ist entsprechend geil. Die Wohnung gut. ist Na echt geil. wunderbar, ich habe ja schon gesagt, da wissen wir, wo wir feiern, wenn ich da bin, ne? Das ist klar. Dieser Hat sie auch riesen nicht Dachboden, abgestritten. den sie haben, ne? Es ist Hammer. krass. Das Ding, der Dachboden ist wahrscheinlich doppelt bis dreifach so groß von den Räumlichkeiten her wie unsere Wohnung. Lol. Wow. Und da wohnst du ja? Im Dachboden oder Nee, nee, drunter? den haben sie nicht. Den haben sie extra Ich gemacht. Der weiß ist es aber doch nicht. zur Gemeinschaftsnutzung Mein frei. Bruder wohnt auch auf dem Dachboden. Wobei das Halt im umgebaut. betrunkenen Zustand Ist wäre halt das, so. glaube ich, ziemlich gefährlich, da rumzulaufen. Da Ah, gibt wenn es so es niedrig unter ist, anderem dann eine ja. Tür, die aufs Dach hinausführt, einige Türen, die ins Auch so Nichts cool. führen. Sehr Oh, das geil. ist nicht so Passt cool. doch. Könnte ein bisschen witzig werden. Oh. Könnte, ja. Wird's auch, mein Freund, wird's auch. Ich komme nicht allzu oft da hoch, da muss man viel Scheiße bauen jetzt. Warum habe ich Steaks in meiner Ender Aber dass Chest? eine Tür rausführt Weil zum du da Dach welche ist rein geil. hast. Ja, auf jeden Fall, das liebe ich auch, auf jeden Fall sauer. Ja, Aber irgendwelche sowas ist Dächer gehen, ist toll. lustig. Ja, wobei ich weiß nicht, ob Wechselfeld. du da wirklich runtergehen sollst. Es führt halt wirklich auf ein normales Teerdach oder sowas rauf. Ne? Also nicht auf irgendwas, wo es So. geplant ist, dass du da rauf gehst. Achso. Ja, mein Gott, das ist bei mir eigentlich auch so in der Wohnung. Ich habe jetzt eigentlich auch kein Dach, wo ich wirklich hin dürfte. Ist halt auch nur so ein bisschen so irgendwie Metallzeugs und da setze ich mich einfach drauf. Ist im Sommer halt nur schweineheiß. Aber Irgendwann geht's mal knacks. geht schon. Rums! Mist! Ach, das passiert definitiv nicht. Dafür bin ich viel zu leicht. 60 Kilo wird so ein Dach wohl abkönnen. Auf Sollte geht's. zumindest. Ja. Der Schnee ist schwerer, glaube ich. Na eben.
Ja. Okay, hat man dies ja jetzt nicht so, aber ja, grundsätzlich ja. Denke ich schon. Ha, wir haben schon wieder Sommer. Naja. Das ist hammergeil, das Wetter heute. Also gestern ja, auch. Gestern auch. Ich bin ja gestern noch mal ganz spontan richtig rüber gefahren. War richtig geil, wir waren ja noch am See und war richtig fett gestern. Gestern Skischan gemacht am See. Das ist praktisch, wenn man mal wieder ein Auto hat. Da kann man solche Aktionen mal machen. Hat das sehr lange nicht mehr. Spontan reisen. Naja. Ja, ja. Warum nur? Mein Vater, weil mein Vater nicht immer wegfährt oder fliegt. Nein, einfach nur, weil du im Auto genauso fähig bist wie ich. Das nimmst du jetzt aus einem anderen Zusammenhang raus, ja. Wer weiß, ob ich das Auto trotzdem noch nutzen würde. Vielleicht hätte ich ja keinen Bock mehr drauf gehabt, weil ich kein Auto brauche. Das ist kaputt, das ist nicht. Ist ja auch. Irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Ach, Sepp. Der Grund nennt sich deine Unfähigkeit. Ja. Und Unfähigkeit kann man nicht sprechen. Ja, sie ist genauso ausgebildet wie bei mir, also. Nein, nein. Na, selbst da, also, das kannst du jetzt aber nicht sagen. Also, da ist Sepp auf jeden Fall Meister. Besser. So. Was sind du jetzt, du kleine Hure? Hä? Geh weg. Geh wieder in dein Wasserspiel da. Was? Mit wem redest du schon wieder, Sepp? Ja. Ein Zombie. Ach so. Hey, ich hab gesagt, du sollst ins Wasser jetzt. Ach, dann stirb halt, mein Freund. Wenn es nicht anders will, der muss halt, ne? Leiden. Sterben. Die Ärger. Das hat er nicht gecheckt. So. Ne. Natürlich nicht, es ist Ärger. Ja, ich bin. Du bist langsam. Jetzt musst du erstmal überlegen. Wer bin ich? Wer war ich, der Felix? Ah, nein. Nein. Das ist doch schon wieder so ein Spielkind. Das verschwindet doch mal. Der hier, Name ist viel zu schön für dich, Ärger. Meine Güte. Schön. Ja, schön als Tobias. Ich würde mein Kind eher Felix als Tobias nennen. Danke, Mark! Felix heißt auch der Kind. Da müsste noch einen weiteren Namen. Nix. Sepp wollte auch mal gelobt werden. Ja, hätte ich ja sonst nie. Aga. Habe ich noch einen dabei? Bei Sebastian bin ich mir wieder nicht ganz so sicher. Sebastian. Ja. Ja, wenn du so schwul aussprichst, klar. Best. Ja, wir sind voll an Little Britain. Ja, immer. Nur ganz dezent. Ja, minimal. Minimal. Vollkommen zufällig. Ja. Auch nur zufällig. So viel Sand. So ein schlauer Satz, der jetzt so vollkommen im Zusammenhang stand. Können wir das schaffen? No? Was erwartest du sonst vom Sepp? Der macht nur schlaue Sätze, die vollkommen im Zusammenhang stehen. Sepp spielt Bock. Komm, mit zwei Spielkindern, aber jetzt hakt's aber langsam, ne? Gut, nu. Die ja, wollen Freundchen. Nur spielen, Sepp. Lass einfach spielen. Sollen sie nicht? Hier, die sterben jetzt im Fetch. Oh, komm, der du bist nicht gerade Kinder. Mit was kämpfst du nicht da unten durch? Oh, da ist ja dann was ist denn hier los? Ich habe keine Kekse, es verschwindet. Mann, und ich habe auch noch nicht das neue lustige Taschenbuch. Ey, da ist ein Tablet. Achso, der ist bestimmt schon ein Kunde. Wohl? Wer weiß. Bestimmt ist es der Tempel, wo ich schon 10 Mal war. Da hat man gesagt, oh, der ist bestimmt noch nicht erkundet. Ah, oh Gott, hallo? Schau ich mal nicht so an. Oh Gott, krasse Zombies. Da ist er, ey, sag mal, halt das mal irgendwann auf. Einer nach dem anderen hier. Sepp, du bist ein Held. So, hör jetzt richtig auf. Oh. Der letzte. Deine Art. Ist ausgestorben. Mann, diese Tempel, ich muss jetzt rein. Weg da. Ach ja. Oh, Knochen. Nehmen wir das da. Ich darf Dienstag nach Dresden fahren. Was machst du da? Auto wegbringen. Weißt du, mit was ich zurückfahren darf? Ferrari. Mit einer deutschen Bimmel. Deinem. Seid froh. Nee. Wenn du Zahls kriegst. Ja, schon, aber von Dresden muss ich nach Leipzig, von Leipzig muss ich nach Erfurt, von Erfurt muss ich umsteigen in Suhl. Und Felix im Zug ist so wie Sepp und Auto fahren, weißt du? Das geht einfach nicht.
Halt Schnauze. Nein, Scherz. Aber weiß ich nicht. Ich fahre nicht gerne. Der Tempel wurde nicht erkundet. Ich fahre nicht gerne Zug. Überhaupt nicht. Naja, gut, diesmal, wenn ich nach Flensburg fahre, nehme ich diesmal auch nicht den Zug. Hä? Ja, doch, ich nehme den Zug, aber ich nehme den Fernbus diesmal. Das will ich mal ausprobieren. Was, Marc? Du bist ja auch eine Muschi, Felix. Warum? Wenn ich den Luxus habe, Auto zu fahren, habe ich den Luxus, Auto zu fahren, oder? Es ist genauso wie einige Leute können Zombies nur mit Schwertern verkloppen. Ich verklopfe sie mit ihren eigenen Gehirn. Ach so. Manche von uns können Zombies überhaupt nicht verkloppen. Manche können Creepers regelmäßig überhaupt nicht zerklopfen. Ne, Aga und na, Mark. So, wollt ihr jetzt nicht wirklich mal irgendwann diese scheiß Iron Horse Armor, Diamond Horse Armor, ich weiß nicht, was ich mit dem Scheiß anfangen soll. Ja, gib her, wie gesagt. Jetzt krieg ich dafür. Ja, eben nix. Ein Arschtritt. Ja, das kannst du vergessen. Da werde ich irgendwas haben für. Ja, dann beschwer dich nicht, dass wir sie nicht nehmen. Ja. Was denn, du hast bestimmt ein paar Diamanten, die du dir an mich abdrücken kannst. Nee. Sepp ist mal wieder so ein Geizhals. Stimmt. Hey, Moment mal, das ist ja auch eine Diamantrüstung. Da kann man ja wohl ein paar Diamanten für verlangen. Du hast ja nur gefunden, oder? Und nicht selber gemacht. Denk da mal drüber nach. Diamanten machst du ja auch nicht selber. Die findest du ja auch, du Spast. Ja. Aber ja. Den guck mal, das ist ein arbeitest du hart. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Weil es keiner will, gebe ich jetzt irgendeinem eingelaufenen Pferd diese verdammte Diamantrüstung. Ja. Dann müsstest du erstmal ein Pferd finden. Viel Spaß. Achso, man muss es ja zähmen, ne? Ach, das ist ja Quatsch. Wenn wir mal freundlich sein. Und sowas. Sei doch froh, wenn du ein Pferd hast. Wie kann man die Viecher eigentlich zähmen, mit was? Indem du immer wieder aufsteigst. Wie kann man denn aufsteigen? Echte Maustaste. Du darfst aber, glaube ich, nicht gelernt haben oder so. Achso. Da war irgendwas. Ah ja, jetzt sitze ich drauf. Und? Jetzt wirft das irgendwann ab und dann steigst du wieder drauf. Sitzt wieder drauf. Sitzt wieder drauf. Bis es sich irgendwann nicht mehr abgeworfen hat. Genau. Mag mich. Bis du es genug geritten hast, Sepp. Genau, du musst es nur lang genug reiten. Und dann brauchst du noch Einen Sattel, weil ohne Sattel kannst du das Pferd nicht steuern. Es mag mich. Es mag mich. Oder? Magst du mich? Mag mich. Da brauchst du jetzt noch eine Leine, Sepp. Ah. So. Rüstung hat schon mal. So. Verdammt, wo war denn der Sattel? Ach ja, im Tempel. Wie komme ich wieder runter? Shift, ne? Shift, ja. Bleib hier. Obwohl. Ich nehme mich doch nicht mit, ich bin nicht bekloppt. Scheiße drauf. Ja, viel Spaß mit der Rüstung. Verdammt, wo war jetzt die Stelle, wo ich gebuddelt habe? Warte mal. Wo habe ich den Tempel denn? Hä? Sepp ist ein Held, wisst ihr? Da! Ja, das wissen wir. Weißt du, wo ich herkomme? Was der Held? Ja. Halt kurz mal Sepp gucken. Ist der Held. Sepp ist unser Held. Ja. Genau. The Master of Disaster. Genau. Ah, ich habe keine Kohle. Was wissen wir? Ja. Aber bist du nicht der Einzige, wir haben alle keine Kohle. Ja. Ach doch, da ist noch Kohle. Vor allem Aga nicht. Da ist noch Kohle. Ja, Aga hat immer noch mehr als ich. Gut, meine das glaube ich ja, nicht. Gut, ja, stimmt, ich habe 50 Blöcke, stimmt. Oh, mein Gott. Wir haben gerade von Geld geredet, du Vollhorst. Scheiße. Das hast du trotzdem nicht, Aga. Was? Nochmal, Sepp. Nicht. Nein, bitte wiederhol. Das hast du trotzdem nicht, habe ich gesagt. Ja, genau, das habe ich nicht. Da hast du recht. Immer noch mehr als ich. Sepp hat am meisten. Nein, ja, habe ich nicht. Sepp ist reich. Aber kein Quatsch. Im Vergleich Kohle, Mann. Zu uns bist du reich. Nee. Im Vergleich. Nee. Doch. Bezweifle, dass du mit 0 Euro da stehst. Ja, doch. Momentan schon so. Naja, ist ja auch Ende des Monats. Oder heute ist der 3. Nee, morgen ist der 31. Siehst du, morgen krieg ich jetzt Kohle. Haha, ich hab heute schon. Okay, ich hör schon gerade mal Schuhe fix nach. Oh, jetzt. Ja, PIN-Code und alles. DKP. Da, da, da. Da, 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 da. Och, Alter. Nein, es gab noch keine Kohle. Ah, ich glaube, meine Minecraft-Figur hat einen Bandwurm, der frisst immer zu. Möglich? Hallo, du hast Raffiat-Skin. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Na, aber der kann eine Zeit lang ohne und dann frisst er alles auf einmal, weißt du? Ja, demnach müsste ich ja gar nichts fressen, ich bin ja tot. Doch, rat mal, warum ich so viel sterb hier. Jetzt weiß ich's warum. Und durch die ganze Erschöpfung, das ist Frust. Nein, ist ja schon wieder. Ah, ich brauch Holz. Du Baum, gib mir Holz. Oh, ich habe einen Apfel bekommen. Geil. Er will dich ärgern. Das krieg ich nie was, aber.
Einfach mal irgend so ein zufälliges Blatt abgeschlagen. Apfel. So.